Hey ihr da draußen und ganz herzlich willkommen zum heutigen Video. Was werden wir heute machen? Wir erstellen uns heute einen neuen Account. Wieso machen wir das? Ganz einfach, ich brauche mal einen Account, auf dem ich wieder so ein paar Dinge testen kann, der dann hoffentlich vom Namen her nicht so bekannt ist als mein, ja, Hauptaccount oder mittlerweile vielleicht auch mein zweiter Account, der ist ja doch relativ bekannt mittlerweile. Ich werde mit euch gemeinsam jetzt hier auf jeden Fall den ganzen Account erstellen und bin schon sehr gespannt, weil das haben wir ja tatsächlich irgendwie länger nicht mehr gemacht. Und ich bin sehr überrascht, weil man kann jetzt mittlerweile die Farbe von der Hose verändern. Wie geil ist das denn? Das konnte man früher nicht. Ich finde ich fancy. Okay, es ist auf jeden Fall ein bisschen neu alles und wir starten direkt, würde ich sagen, mit dem Pferd. So, wir wählen uns hier eins aus. Es gibt ja jetzt irgendwie keine neuen Farben oder so, sondern nur die, die wir kennen. Ich glaube fast, dass ich halt so basic mein weißes Pferd nehme. Ich finde es halt einfach am schönsten, muss ich euch ganz ehrlich sagen, auch mit der weißen Mähne. Es gefällt mir einfach am besten. So Leute, ich muss den kleinen Stopp machen, weil es ist hier gerade extrem laut von nebenan. Ja, ich hoffe, man hört da jetzt nichts mehr. Wir machen jetzt einfach weiter. Ich habe mich jetzt für das Pferd so entschieden. Also einfach weiße Farbe, weiße Mähne. Und jetzt gehen wir zum Gesicht des Menschen. Ich glaube fast, dass ich einfach meins behalte. Was ich das letzte Mal auch hatte. Ich meine, es ändert sich ja eh bald. Ja, oder? Ich nehme einfach das. Es ist zwar ein bisschen weiß, aber letztendlich, wen juckt's? Wir nehmen das Gesicht. Und Make-up-technisch, gibt es da jetzt mehr Make-up? Ich finde auf jeden Fall das absolut am schönsten. Haartechnisch, oh Gott, das ist halt immer ein bisschen schwierig. Die Zöpfchen, da gibt es halt nur dasselbe wie immer. Ach Gott, Leute, ich bin überfordert. Was ist das nochmal für eine Frisur? Nein, die sieht nicht zu. Die gefällt mir nicht. Die lange vielleicht. Oder einfach die Zöpfchen. Ja, ich glaube, ich nehme einfach hier diese Zöpfchen in Blond. Und die Augen werden dieses Mal ausnahmsweise grün. Oder sollen sie grün werden? Sollen sie nicht grün werden? Werden sie grau? Werden sie braun? Ich glaube, ich lasse sie grau. Oder braun. Ah, wir lassen sie braun. Egal. Oberteiltechnisch, was gefällt mir da am besten? Ganz ehrlich, ich finde fast weiß am besten, weil dann hat man schon so diesen schlichten, coolen Look. Schwarze Handschuhe nehmen wir, die passen irgendwie immer. Und von der Hose, oh mein Gott. Ich glaube, da behalte ich auch die hier bei. Da behalte ich auch die hier bei. Schuhe werden bei mir schwarz sein. Was gibt es hier sonst noch? Oh, die sehen eigentlich ganz nett aus, auch in Grau. Sind die auch? Ne, die sind braun, glaube ich. Dann haben wir. Ja, ich würde sagen, wir nehmen da einfach die schwarzen. So sieht unser Account jetzt aus. Wir schauen uns natürlich das Gratis-Geschenk an. Ne? Wir haben 3 Tage Star Rider und 100 Star Coins eben für uns. So sieht das Outfit aus. Ich glaube, besser wird es jetzt halt nicht. Wir könnten auch ein schwarzes nehmen. Ganz ehrlich, sähe auch nice aus. Boah, schwarz. Ich glaube sogar, wir nehmen schwarz. Wir sind jetzt einfach mal im Team Black. Und jetzt zu guter Letzt suchen wir uns natürlich noch wunderbare Namen für uns und unser Pferd aus. Können wir darüber reden, dass es Juan einfach als Name gibt? Ich sage dazu nichts. Geiler Name auf jeden Fall. Wir nehmen aber einen anderen. Ich wollte eigentlich Aria Shadow Wolf nehmen, aber es gibt einfach keinen Shadow, deshalb muss ich einen anderen nehmen. So, ich habe mich jetzt für den Namen Aria Winterstar und Lady entschieden. Fürs Pferd. Vielleicht seht ihr ein oder andere Parallelen, daher, wo ich vielleicht die Inspiration des Namens habe. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch den Rest hier eintragen. Und meine Haare werden doch braun. So Leute, wie ihr seht, es kommt so immer der Anfangstext. Der Legende nach nahm die Geschichte Jorviks ihren Anfang, als ein Stern vom Himmel fiel. Ich meine, wir kennen sie alle. Ich bin gespannt, ob es denn es so irgendwann auch mal ein Ende gibt. Ich hoffe nicht, wo dann nochmal so ein Text kommt. Das wäre sehr schade, weil dann wäre das Spielerlebnis auf jeden Fall zu Ende.
Wir schauen uns erstmal unseren neuen Account an. So sehen wir aus. Eigentlich ganz süß, finde ich. Aria, Winterstar und Lady. Diese ganzen Symbole sind auf jeden Fall ein bisschen neu. Also kenne ich jetzt so noch nicht. Außer hat sich eh einiges verändert. Bla bla bla, wir wissen es ja schon. Also hoffe ich, warte, um dein Pferd zu besteigen. Okay, machen wir das mal. Setzen uns drauf und ich spiele jetzt mit euch noch kurz die Anfangssachen durch. Dann erzähle ich euch auch, was ich noch mit dem Account so vorhabe. Eben währenddessen. Was müssen wir eigentlich tun? Absteigen. Okay, geil. Ich möchte tatsächlich das ein oder andere Experiment auf dem Account machen. Und dazu zählt halt zum einen, diese ganzen Global Chat Experimente. Ich weiß allerdings, dass es halt nicht immer geht. Also es ist halt leider so, dass man nur 3 Tage Star Rider ist und es quasi danach, schwierig wird, in den Global Chat zu schreiben. Vielleicht wird der Name auch ein bisschen bekannter, sodass ich ja bekannt werde, aber egal, dann erstelle ich einfach noch einen neuen Account. Also so schlimm ist auch nicht. Ich finde es, oh mein Gott, was macht man wert? Ich finde es immer richtig cool, einen neuen Account zu erstellen. Also ich liebe das irgendwie, fragt mich nicht warum. Dementsprechend kommt es mir eigentlich gerade nur recht, wenn ich nach einigen Videos einen neuen Account erstellen muss. Aber ich habe halt einfach festgestellt, dass diese Videos, die quasi anonym sind, wo ich Social Experiments mache im Global Chat oder so, dass die einfach keinen Sinn machen, wenn ich die auf Accounts mache, die halt schon bekannt sind. Ich glaube, die Gründe dafür sind relativ, logisch. Ich glaube, die muss ich nochmal extra erläutern. Und deshalb werde ich jetzt ab und zu ein neues Accountchen erstellen. Wieso kann ich es machen? Ich habe halt auch ein paar E-Mails. Es werden jetzt nicht mega viele und ich werde den Account jetzt auch für das ein oder andere Experiment nutzen. Und wenn es irgendwann gar nicht mehr geht, erstelle ich dann nochmal einen neuen. Wir werden auch viel mit dem Sarg-Chat arbeiten. Es hat ja in letzter Zeit auch gut funktioniert. Versuchen aber auch den Global-Chat zu benutzen, soweit es halt geht. Oder während wir halt jetzt noch Star Rider sind. Ja, die Gute, die hat auf jeden Fall eine Aufgabe für uns. Schade, dass wir das nicht überspringen können. Ich mache mal einen Cut für euch. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze halt entwickeln wird. Und wie die Leute reagieren werden. Also auf so einem komplett anonymen Account kann mich ja auf jeden Fall auch keiner kennen, weil es ist ja einfach ein random Account mit einem random Namen, den ich gerade erstellt habe. Und ich glaube, das macht das ganze Experiment dann auf jeden Fall nochmal ein bisschen besser, weil die Chance, dass ich halt irgendwie erkannt werde auf meinen 2. Account oder so, die ist halt komplett weg. Zumindest jetzt im ersten Video. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und ich mache hier zu guter Letzt einmal noch kurz die Springübung. Ist auf jeden Fall krass zum Springen lernen, schon diesen Sprung hier zu machen. Nice auf jeden Fall von ihr. Aber so viel zu dem Account. Wenn ihr noch eine Idee habt, was ich mit dem Account so machen könnte, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Also würde mich auch freuen. Muss ich nochmal drüber springen? Ich bin noch fertig. Würde mich auch freuen, wenn ihr in die Kommentare ein paar Ideen schreibt, was ich sonst noch mit dem Account machen kann. Genau, und dann verabschiede ich mich auch schon mit meinem neuen Account und werde mich jetzt gleich auch direkt im Anschluss an das erste Social Experiment machen. Ich bin sehr gespannt, was ihr davon haltet und auch was da rauskommt. Und ansonsten kann ich nur sagen, wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Macht's gut, ihr Lieben.